Ja, Mann, da wo wir jetzt aufgehört haben, oder beziehungsweise da wo wir letztes Jahr aufgehört haben, Chris, ich hab einen frischen 17-Jährigen mitgenommen. Frische. Klein. Der ist jetzt einfach 18. Der ist 18 und hat aber riesen Sprünge gemacht. Also das ist optisch wie menschlich auf jeden Fall gut am Wachsen. Wir haben in 12 Monaten mit Army, also seit letztes Jahr Santorini, haben wir mit Army, glaube ich, 17 Songs released. Also ein EP und halt die Singles dazu. Und jetzt quasi steht die zweite EP in den Startlöchern. Eine Plank-Challenge machen. Ja. Aber nicht, wenn man schon joggen war. Nee, schütteln. So, doch, erst recht schon. Ich fahre auf ein bisschen. Please, wait, Frau. Kaffee frio. Wir warten heute auf euren Kaffee. Dann geht's zu Kaffee frio. Der Typ macht sich erstmal selber 3 Kaffee. Ich hätte gerne ein Espresso, okay. Das ist so assig. Weißt du was? Ich nehme gleich ein Taxi. Ich fliege zurück. Please don't talk with me. My left ear and my right ear. I a nice espresso for the espresso. Spit up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber es geht nicht um Amir, sondern es geht um dein neues Signing. Aber Amir wird ihm das Zepter überreichen. Letztes Jahr hatten wir die Flasche aufgemacht und haben wir angestoßen. Und dann macht Amir die Flasche auf für... Ja, für dich. Und dann habe ich Amir gesagt, so, ey, nächstes Jahr machst du die Flasche auf fürs neue Signing. Ja, ich kann ruhig. Wir haben dieses Jahr auch wieder auf Santorini. Ich hoffe, das wird zu einer Tradition. Ein neues Signing bei 23 Hours, was wir jetzt hier gerne verkünden wollen. 21 Jahre jung, kommt auch aus unserer Region, kommt aus Nähe Köln. Und er hat letztes Jahr einen der das Hits des sagen. Jahres produziert. E-Kühl hat letztes Jahr einen der 3-4 Hits des Jahres gemacht mit Paradise, zusammen mit Lia See. Das war die Idee von beiden Jungs so, aber E-Kühl hat das Ding da produktionell und vor allen Dingen auch mit dem Sample das so einzusetzen, hatte das so geil gemacht, dass am Ende selbst Coldplay persönlich eine Freigabe gegeben hat, nachdem der Song released worden ist. Die haben den in Deutschland auf der Deutschland-Tour hat Coldplay den Drop von Equal live im Olympiastadion und wo die auch immer gespielt haben, haben die dann einfach gezeigt. Wie hast du dich eigentlich gefühlt, ne, wo du das gesehen hast? Bruder, ich hab mir das in der Nacht habe ich mir das so 25 Mal angeguckt und ich habe so 2 Stunden lang geheult. Dann habe ich erstmal Mama angerufen. Aber was hast du gesagt? Ich habe Mama aus dem Bett geholt, jetzt gar nicht gerafft. Am nächsten Morgen muss ich mich entschuldigen, aber ja. Das ist so die größten Vorbilder, seitdem ich Musik mache. So das erste Ding, was ich von denen gelernt habe auf Klavier, war auch Paradise. Und diese Melodie ist seitdem einfach in meinem Kopf gewesen und dass sie das dann spielen, unsere Version, ist unbeschreiblich. Was traurig ist, einen Tag vor dem Auftritt in Frankfurt hat mich eine Freundin gefragt, ob ich Tickets holen will. Und ich meinte, nee, ich muss ins Studio. Ich habe mit Elias Session. Und die hatte 2 Tickets und ich dachte mir, boah, vielleicht Elias und ich können einfach mal dahin fahren. So, wir haben gerade ein Sample von denen gemacht. Und dann sehe ich das so einen Abend später, die haben das gespielt. Ich habe jetzt so, ey, fuck, wir sind da nicht hingefahren. Gepostet. Die haben die Gänsehaut, wenn ich dran denke. Weil du hast so einen Ritterschlag von einer der größten Bands all time. So. Also es ist halt kein klassischer Künstleraufbau, weil Equal ja jetzt nicht selber irgendwie Vocals macht oder rappt oder singt. Er kann aber singen. Ja, kann auf jeden Fall singen. Mal gucken, was da noch geht. Aber es wird spannend, weil du immer halt mit Feature-Gästen arbeitest. Ja, das heißt, es werden sehr, sehr spannende, interessante Kollaborationen entstehen. Komm, verrat doch mal die erste jetzt. Sollen wir machen, oder? Komm, verrat doch mal die erste. Die ist doch obviously auch. Kommt die Jungs noch direkt, ein Herz Woche und eine Seele. So. Ja, also der erste Song von Equal mit dem ersten Feature-Gast. Die erste Single von Equal x Lia See droppt am 16.06. Der Song heißt So wie du, unfassbare Nummer. Und es kommt auch noch ein Remix, das verraten wir jetzt aber noch das nicht. Das verraten wir Flasche auf für Equal aka Justin. Give it up for my boy Equal! Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, mein Baby. Komm her. Wir machen jetzt ein Session auf, Alter. Ja, geile Mucke. Boah, diese Fragen sind immer so in 2 Worten. Abgespaced ist super crazy, das war mir. Warte mal, wie bist du sein Signing in 2 Worten schon? Boah, talentiert. Boah, das ist schwer. Auf jeden Fall sehr talentiert und. Ja, er ist halt extrem. Er ist halt extrem wissbegierig halt einfach, ne? Und das ist halt was sehr Gutes in der Musik, wenn du hinter die Fassaden schauen willst, in allen Belangen, ja. Sehr, sehr krasser Topliner, schreibt auch viel. Sehr innovativ, finde ich. Innovativ und fleißig. Ja, fleißig und diese Wissbegierigkeit, so, das
wird dich immer weiterbringen, ja, wenn du diszipliniert bist. Und das ist der hat so Bock. Also ich war letztens mit dem irgendwo, einfach nur ein Beispiel, war ich bei dem bei Vision Ears in Köln In-Ears machen für Live-Auftritte. Ja, die bauen halt so diese kleinen Kopfhörer und das ist, so. Und dann fragt er auch so den Mitarbeiter da, ey, kann ich hier mal ein Praktikum machen? So, mich interessiert voll, wie ihr das so herstellt und so, ne? Ja, und er meint es halt ernst, ne? Das ist jetzt kein so lustiger Vogel oder so. Das ist halt, der hat wirklich Bock darauf, so, ja, ne? Und ich guck den so an, ich so, Digga, das ist einfach geil, ne? Also mit dem kann man echt geil arbeiten, so. Und ja, darauf habe ich halt am meisten Bock. So. Eine so mit Gemüse und Salami. Für seine Edition, Bro. Für ihn und seine Edition. Für Elias und Justin. Ja. Kann ich durch? Ja, kann ich durch. Hallo, hallo. Unfassbar. Checkt auf jeden Fall Equals, alle Socials, sein TikTok. Besonders an alle Produzenten, an alle Künstler, Newcomer da draußen. Ich glaube, das ist geil, auch sich bei so einem Anfangsstadium, bei so einem Künstler da reinzuhängen, weil er wird sehr viel aus seiner Bubble mitgeben. Er wird Projekte aufmachen, er wird einfach mal zeigen, wie was funktioniert. Das ist nochmal eine andere Seite als so ein klassischer Rapper, Sänger. Er wird halt sehr viel zeigen, wie was gemacht wird. Aber am Ende checkt sein Insta, checkt seine TikToks und vor allen Dingen die erste Single. Ich bin auch sehr gespannt. Die hat da unfassbare Arbeit gemacht. Ja. Also, hin und zurück? 1,8 Kilometer nur. Also 900 Meter. Nein, bis dahin. Niemals. Oh, das ist nur gut, einfach zu. Oh, Scheiße. Komm, Bro. Und ein Video wird gedreht hier auf Santorini. Wir drehen hier Videos, wir zeigen Künstler, wir machen Musik, wir machen Content, Reels etc. Machen geile Fotos von Memo. Nächste Folge und wie sagt man so schön, abonnieren. Und liken. Glocke aktivieren. Boah, ich kriege so eine Ansage in der Kabine. Der Dortmund verliert und Bayern macht es nicht.